Hallo, ich bin Helene, ich bin 20 Jahre alt und ich habe 2018 am EFI Abi gemacht, also vor 2 Jahren. Und danach habe ich für 3 Monate, also bis Studienbeginn, Semesterbeginn eben, hier in Neuruppin ein bisschen gearbeitet, mir ein bisschen Geld dazu verdient, wollte aber kein ganzes Jahr lang Pause machen. Ich wollte auch eigentlich nicht so unbedingt ins Ausland. Für mich stand die Option immer nie, ich wollte eigentlich direkt studieren. Habe ich dann auch gemacht. Ich studiere Medienmanagement mit Spezialisierung auf Musik und Event in Berlin an einer kleinen Uni, an der HDPK. Und das macht mir auf jeden Fall super viel Spaß. Ich bin jetzt im 4. Semester und ja. Und was ist für dich der Unterschied zwischen Schule und Uni? Der Unterschied zwischen Schule und Studium aus meiner Sicht ist eben, dass ich mir ein Berufsziel gesetzt habe, mir dazu eben den passenden Studiengang rausgesucht habe, der mich dann natürlich auch einfach zu 100% oder sagen wir zu 99%, es gibt halt immer so, also in meinem Fall ist zum Beispiel BWL Rechnungswesen, interessiert mich einen Scheißdreck, aber ich weiß halt, wofür ich es mache. Im Gegensatz zur Schule, so, da gab es halt wirklich eher wenig Fächer, die mich wirklich doll interessieren. Und im Studium ist es wirklich so, dass mich super viele Module sozusagen, also super viele Fächer, echt wirklich doll interessieren, weil es eben genau das ist, was ich machen will. Und genau das ist halt einfach das Richtige. Und ich weiß bei dem Rest halt aber auch einfach, wofür ich es mache. So, und das ist halt mein Ziel. Und daran arbeite ich oder dafür arbeite ich. Und damit bin ich dann eben auch cool. Und nun zu meiner letzten Frage: Wie hat sich denn die Corona-Krise auf dein Leben ausgewirkt? Also die Corona-Krise hat insofern Auswirkungen auf meine Arbeit, als dass ich gar nicht erst arbeiten gehen kann. Ich arbeite neben dem Studium im Astra Kulturhaus in Berlin und genau an der Bar. Und das ist eine Veranstaltungslocation, da finden regelmäßig Konzerte und Partys statt. Und dadurch, dass wir alle wissen, dass Konzertsäle und dergleichen geschlossen haben, verdiene ich eben momentan auch keinen Lebensunterhalt, was halt kompletter Müll ist. Andererseits finden aber auch momentan keine Präsenzveranstaltungen in der Uni statt, so wie auch bei jedem anderen Studenten, nehme ich stark an. Genau, was bedeutet, dass ich jetzt schon wieder bei Mama und Papa zu Hause auf der Couch sitze und mich durchfüttern lasse, was halt so semi-cool ist. Aber Auswirkungen auf mein Lernverhalten hat das eigentlich nicht großartig. Ich komme mit der Technik, über die wir die Vorlesungen haben, gut klar, weil ich eben Medienmanagement studiere. Wenn man sich am Schlüpper reißt und sich echt während der Vorlesungen konzentriert, dann geht das auch alles. Es stehen ja wieder die Seminarkurswahlen im kommenden 11. Jahrgang an. Und da gibt es natürlich auch wieder das Seminarkursprojekt TASCA. Und da ist mir aufgefallen, dass im Jahrgang unter uns gar keine TASCA-Mitglieder sind. Wie kann da das sein? Ja, da fragst du mich, wie das sein kann. Ich kann es nicht verstehen, weil das TASCA wie ein Startup ist, wo man mitbestimmen kann, wo man sich erstmal zwar in gewisse Sachen einarbeiten kann und nicht die Tagesdienste, eben nicht diese Pausendienste, sondern das Große und Ganze. Also, wenn ich jetzt hier sitze, das Haus auf der Terrasse oder so. Und jetzt mittlerweile auch die ganze Terrasse, die neuen Schirme, diese Plan etc. Alles Dinge, die ich dann irgendwo verpasst habe oder so, die laufen. Und die ihr euch ja aber selbst irgendwie überlegt habt, wo ihr Einfluss drauf genommen habt. Oder so. Was ist das im TASCA, wo du sagst, das ist das, wo die Leute, das verpassen die Leute, wenn sie einfach, wenn sie dann diese Chance nicht für sich erkennen? Also, ich denke, was mir das TASCA so ganz doll lieb macht, ist halt, dass man wahnsinnig viel für sein Leben lernt. Das klingt jetzt vielleicht erstmal blöd, aber man lernt so viel Verantwortung zu übernehmen und auch später so, wenn man dann ins Studium geht oder andere Jobs annehmen muss oder so, dann hat man schon so viel Grundkenntnisse und so viel Vorerfahrung, wie es so in so einem Betrieb läuft. Und dadurch, dass man sich ja auch mit einbringen kann, ist einem das selber viel, viel lieber zum Lernen, also um in so ein Geschäftsleben reinzukommen, als wenn ich jetzt in ein bereits bestehendes, komplettes Geschäft reingehe und dann sage, hey, ich möchte hier arbeiten und ich muss mich komplett an das anpassen, was da ist und ich habe keine Möglichkeit, irgendwie meine Ideen mit einzubringen.
Ja, das ist meistens ein großer ja. Unterschied oder so, weil man einfach auch hier lernt, wie man Ideen einbringt. Und zwar auch Ideen, die man irgendwie umsetzen kann und die halt auch dann irgendwo halt, keine Ahnung, irgendeine Art von Mehrwert bieten oder so. Die im Endeffekt jetzt die Schüler in der Pause oder so, aber vor allem dieses Veranstaltungsgeschäft oder so, von denen das einfach auch lebt oder so. Oder auch dieses, wo ich auch ganz viel sage, also jetzt abgesehen davon, von diesen Kleinigkeiten, also auch so handwerklichen Sachen, wie repariert man irgendwie was oder wie hilft man, wie improvisiert man oder so, wie schätzt man seine Ressourcen ab und schätzt sein Ziel ab oder so, ist aber ein ganz großes Ding einfach dieses Intimarbeiten, unterschiedliche Charaktere von einem Team oder so. Ich habe das damals auch wahnsinnig geschätzt, dass ich einfach, klar, am Anfang in der 8. Klasse jetzt erstmal viel zugehört habe oder so und erstmal damit zu tun hatte, die Sachen zu machen oder so, aber dass ich auch nach und nach immer weitere Kompetenzen halt bekommen habe und dann halt auch irgendwann auch im Vorstand war, mich auskannte oder so und mich dann damit beschäftigen musste, nicht wie komme ich jetzt über diese Veranstaltung oder wie komme ich jetzt über diesen Tagesdienst, sondern wie kriege ich mein Team dazu und dass eine Sache halt auch Freundeskreis im Team geht ja auch immer klar oder so, aber dass dieses Gefühl, in einem Team zu sein mit verschiedenen Charakteren und sich auch über dieses Team halt dann quasi auch kennenzulernen und auch ein Stück weit zu identifizieren oder so, weil ich habe mit meinen ehemaligen Mitschülern weit, weit weniger zu tun, wenn ich immer Nerd bin oder so, als mit Jamila oder Julia oder anderen Leuten von meinem alten Team oder so. Das ist auch auf jeden Fall auch so ein Ding. Die Frage ist jetzt, was würdest du jetzt den Leuten sagen, nächste Woche ist Seminarkurseinschreibung fürs TASCA oder so. Was würdest du sagen, so eine Leute wären geil, so eine Leute brauchen wir und dass jemand, der das jetzt irgendwie guckt, jetzt vielleicht im nächsten Take, wenn wir das nochmal aufnehmen oder so, was würdest du sagen, was sollten die mitbringen oder so, dass das eine gute Nummer wird? Also, ich würde nicht mal direkt sagen, dass man irgendwie direkt was mitbringen muss, weil man auch echt viel dazulernt. Ich war am Anfang in der 7. Klasse auch nicht gerade optimal für den Job, aber man lernt ja dazu und das ist ja das Gute daran. Vielleicht sollte man einfach Lust darauf haben, in einem Team zu arbeiten oder vielleicht neue Leute kennenzulernen oder Leute mal anders kennenzulernen oder mit seinen Freunden mal was anderes zu machen. Ich glaube, das sind so die Voraussetzungen. Stimmt, Voraussetzung ist echt ein bisschen schwierig. Ja. Ich erinnere mich auch noch, als ich dich in der AG kennengelernt habe oder so. Oh Gott. Und jetzt hast du einen Schlüssel. Ja. Für die Nummer hier oder so. Abrechnen, was machst du sonst noch? Finanzen. Hättest du dir damals ja, auch dabei. Also hätte ich dich am ersten Tag aber auch gar nicht gesehen oder so. Ich mich auch nicht. Das ist auch so gekommen. Ja. Ja, das ist dann einfach diese Entfaltungsmöglichkeit, glaube ich. Das ist, also ich wundere mich da wirklich, weil wir sind ja eigentlich im Endeffekt Generation Startup oder so. Leute mit Ideen, Leute, die anpacken können oder so, ein Rahmen von Sachen, die du erledigen kannst oder so, aber auch ein gewisser Rahmen, wo man sich einfach entfalten kann oder so. Und es ist wirklich, es fehlt mir auch in meinem Leben jetzt gerade auch im Studium oder so, dass du wirklich Tage hast, wo du echt was geschafft hast, wo du echt was gebaut hast oder was oder eine Veranstaltung gewuppt hast, wo du am Anfang dachtest, oh, keine Ahnung, ich bin ein bisschen müde oder was, ne? Dann jetzt, dann hatte ich Bar oder war im Kellnern und dachte, oh Gott, wie wird das alles oder so, aber am Ende vom Tag gehst du ins Bett und hast echt was geschafft oder so, wo du zurückgucken kannst und stolz sein kannst. Dieses ganze Lernen oder so, das kommt wahrscheinlich erst hinterher, aber du bist ja noch ein Tasker und kannst es ja auch sagen, oder nicht? Ja, nee, kann ich auf jeden Fall auch so sagen. Und es ist auch irgendwie, du hast schon recht, so manchmal ist man auch irgendwie unmotiviert, aber wenn man dann irgendwie was geschafft hat oder so, dann ist es wirklich so ein Wow-Moment, weil man halt weiß, man hat das selber mit seinen Teammitgliedern, mit seinem Jahrgang auch, mit seinen Freunden irgendwie geschafft. Und dann sieht man das und dann denkt man sich so, wow, sowas kann man irgendwie als Schülerfirma eigentlich schaffen. Und das ist schon erstaunlich. Ja, es ist definiert auch so ein bisschen den Begriff von Arbeit in TASCA, finde ich. Ist halt ein bisschen, der Begriff ist schon ein bisschen schwierig oder so, weil wenn man es für sich erkannt hat oder so, dann arbeitet man ja nicht für, sondern eigentlich mit dem TASCA und bringt es halt generell hoch. Das ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir jetzt hier sitzen und uns darüber unterhalten, was es eigentlich ausmacht. Ja. Im Endeffekt schon.
Und ja. Das war's mit den beiden Interviews. Vielleicht habt ihr jetzt ein paar neue Anregungen bekommen, was ihr als Seminarkurs wählen wollt oder was ihr nach der Schule machen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!